Warum fängt eigentlich das Eingabefeld von einem Telefon mit 1 an und von einem Taschenrechner mit 7? Herzlich willkommen bei Wissenschaft im Alltag und heute geht es um Ziffernblöcke. Taschenrechner, Computer, Telefon, Geldautomat, überall gibt es Ziffernblöcke. Und so wie es aussieht, in 2 verschiedenen Layouts. Computer und Taschenrechner haben die höchsten Zahlen in der ersten Reihe und Geldautomat und Telefon haben die niedrigsten Zahlen in der ersten Reihe. Ich habe mich ja schon lange gefragt, woher diese Unterschiede eigentlich kommen. Das Überraschende ist, wenn man sich beide Varianten anguckt, dann stellt man fest, dass sie ganz unterschiedliche Geschichten und Ursprünge haben, aber auf jeden Fall beide ihre Berechtigung. Welche Variante jetzt besser ist, Taschenrechner oder Telefon? Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Wir kommen aber später darauf zurück. Fangen wir mal mit einer Computertastatur an. Der Ziffernblock dort hat dasselbe Layout wie bei einem Taschenrechner. Und das ist auch das ältere. Die höchsten Zahlen stehen oben in der ersten Reihe. Das kommt noch aus Zeiten, wo es Addiermaschinen, mechanische wohlgemerkt, und Registrierkassen gab. Bei ganz alten Registrierkassen waren die Zahlen in einer Reihe angeordnet. Die 9 oben und ganz unten die 1. Als man jetzt angefangen hat, Addiermaschinen elektrisch zu machen oder auch die ersten Registrierkassen, die elektrisch funktioniert haben und alles ein bisschen kleiner wurde, da wurde dann auch ein Tastenfeld eingeführt. Und um den Leuten entgegenzukommen, die diese anderen Addiermaschinen und Registrierkassen gewohnt waren, hat man die höchsten Zahlen dort auch in der ersten Reihe angeordnet. Und die ersten Leute, die Computertastaturen benutzt haben, die waren auch schon Addiermaschinen gewöhnt. Deswegen hat man das Design vom Ziffernblock auf einer Computertastatur auch übernommen von diesen Tischrechnern. Das heißt also zusammengefasst, wir haben es hier mit einer Übernahme, einer Gewohnheit zu tun von Leuten, die in den 40er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts gelebt haben und irgendwas mit mechanischen Addiermaschinen gemacht haben. Warum ist das jetzt bei Telefonen genau umgekehrt? Warum stehen da die niedrigsten Zahlen in der ersten Reihe? Haben die Leute, die an Tischrechnern gesessen haben, denn nie telefoniert? Doch, haben sie. Aber vermutlich hiermit. Tastentelefone sind erst möglich geworden durch ein bestimmtes Wahlverfahren, das Tonwahlverfahren. Und das wurde in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts eingeführt. Ungefähr 10 Jahre, nachdem es die ersten Tischrechner gab, die wir eben schon hatten bei den anderen Tastaturlayouts. Naja, und als die Tastentelefone aufkamen, haben sich ein paar schlaue Leute zusammengesetzt und sich darüber Gedanken gemacht, wie man die Zahlen anordnete. Es ging hier nicht irgendwie um ein Format, was möglichst kompakt war oder sowas. An Mobiltelefone war noch gar nicht zu denken. Wir sprechen hier von der Zeit vor dem Farbfernsehen. Das Farbfernsehen für Westdeutschland wurde um 10.57 Uhr am 25. August 1967 freigeschaltet. Für Ostdeutschland am 3. Oktober 1969. Mit der Anordnung von Zahlen auf einem Tastentelefon waren ein ganzer Haufen von ziemlich schlauen Leuten befasst bei den Bell Labs in den USA. Die haben sich die Frage gestellt, wenn wir jetzt wegkommen von der Wählscheibe hin zu den Tasten, wie ist die beste Anordnung, wie macht man am wenigsten Fehler, wie kann man am schnellsten Telefonnummer eintippen. Deswegen sind sie mit ganz, ganz vielen Layouts um die Ecke gekommen. Manche waren einer Telefonwählscheibe nachempfunden, manche waren irgendwie diagonal. Es gab auch einige, die dieses 3x3-Tastenfeld hatten. Und das haben sie ganz, ganz vielen Probanden vorgesetzt. Die sollten dann darauf rumtippen. Es wurde geguckt, wie oft Fehler gemacht werden, wie schnell man Telefonnummern eintippen kann. Und dann wurden diese verschiedenen Layouts nach vielen, vielen Testphasen miteinander verglichen. Und das Überraschende war, es gibt kaum einen Unterschied zwischen diesen verschiedenen Layouts. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit haben die Probanden eigentlich relativ wenig Fehler gemacht und waren auf jedem Layout relativ gleich schnell. Es konnte also kein Favorit ausgemacht werden, das ist ja irgendwie blöd. Also haben die Wissenschaftler sich gedacht, ja, machen wir es doch mal wie folgt. Wir geben den Leuten einfach so ein 3x3-Feld hier und die sollen mal eintragen, wie die logischste Reihenfolge ist. Das haben sie auch gemacht. 55% der Leute haben angefangen von links oben nach rechts unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und unten die 0 einzutragen. Und wenn 55% der Leute das als logisch empfinden, dann werden sich diese 55% wahrscheinlich auch nicht von diesem Tastenlayout an ihrem Telefon, was sie sich hoffentlich bald neu kaufen, abgestoßen fühlen. Also wurde aufgrund von diesen Experimenten das Tastaturlayout des Telefons
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 von oben nach unten durchnummeriert. Kurz zusammengefasst, das Zahlenlayout auf einem Telefon basiert also auf einer wissenschaftlichen Untersuchung und nicht zuletzt auf einer Umfrage bei einer repräsentativen Gruppe von US-Bürgern Mitte des letzten Jahrhunderts. Die Zahlen auf einem Taschenrechner sind anders angeordnet. Und im Prinzip basiert das auf einer Übernahme einer Gewohnheit von Leuten aus den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, die ziemlich viel mit Registrierkassen und Rechenmaschinen zu tun hatten. Beide Vorgeschichten haben jetzt nicht richtig viel mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun. Warum gibt es dann noch beide Layouts? Naja, die Bell Labs haben in ihrer Untersuchung gezeigt, es ist ziemlich egal, welches Layout man einem Menschen vorsetzt. Wir sind ziemlich clever und kommen nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ziemlich gut damit klar, die Tasten zu finden und auch relativ fehlerfrei zu tippen. Und das ist auch die Antwort. Es gibt kein besseres Layout. Es ist ziemlich egal. Perspektivwechsel. Unsere Buchstabentastatur, Kuverts, ja, die wurde in den Grundzügen 1860 oder um diese Zeit entwickelt. Und da hat sich nicht viel dran geändert. Es sind ein paar Tasten hinzugekommen, aber das war's auch. Einfach weil der Mensch sich sehr, sehr gut anpassen kann. Es gibt eine ganze Forschungsrichtung darüber und die nennt sich Mensch-Maschine-Interaktion. Darüber und über viele andere Wissenschaften mehr kann man ganz wundervoll auf der Langen Nacht der Wissenschaft in Berlin und Potsdam mehr erfahren. Wenn ihr jetzt auch neugierig geworden seid oder auch schon mal von der Legende gehört habt, dass in alten Computermäusen eine große Kugel drin war, dann schreibt doch mal einen Kommentar unter dieses Video und verseht es mit dem Hashtag LNDW16, die ich hier jetzt mal einblende. Ja, dann habt ihr nämlich die Chance darauf, 2 Freikarten für die Lange Nacht der Wissenschaften in Berlin und Potsdam 2016 zu gewinnen. Viel Erfolg dabei. Das war's mit Wissenschaft im Alltag und den Zifferblöcken. Herzlichen Dank, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Like da. Hier unten sind alle möglichen Social Media Kanäle, wo ihr mit der Langen Nacht der Wissenschaften aus Berlin und Potsdam interagieren könnt. Hier drüben könnt ihr den Kanal abonnieren. Da unten gibt's das letzte Video aus der Videoreihe Wissenschaft im Alltag. Mein Name ist André Lampe. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag.